Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Schäfchen, im Ladebildschirm von Beginning Hour, den ich hier mit etwas Editiermagie eingefroren habe. Beginning Hour ist die Teaser-Demo, passend zur E3, bei der Resident Evil 7 angekündigt wurde. Die findet man im PlayStation Store. Wenn man PlayStation Plus besitzt, kann man die runterladen. Und da ja aktuell noch Let's Play Resident Evil 4 läuft, dachte ich, da ist doch die Gelegenheit günstig, da schauen wir mal zusammen rein. Ja, ich möchte euch die Sachen zeigen, die ich dort schon entdeckt habe und werde natürlich auch wieder nicht so viel reinlabern in das Geschehen, wie man es gewohnt ist. Also legen wir los. Küche wurde im selben Haus gefunden, das auch in dem Bildmaterial zu sehen ist. RE Engine. Also wahrscheinlich eine eigene Grafik-Engine gemacht für den Teil. Sieht auch nicht schlecht aus. Die Angaben können so bleiben. Deutsch mit Untertitel. Und Taste drücken. Jetzt können wir uns auch schon umsehen. Und wir sehen... Aha. Ego-Perspektive. Das ist ungewöhnlich für ein Resident Evil, wenn wir von den Rail-Shootern absehen. Entkommen Sie aus dem Haus. Ja, wenn ich mir das so ansehe, gerne doch. Können mit der Umgebung interagieren. Hier haben wir eine Notiz. Ich werde Sie an den Steinen zerschmettern. Hinten steht nichts drauf. Ein Fernseher mit einem Videorekorder. Sie haben keine Videokassette. Ja, wir haben keine, denn wir haben ein Inventar. Das erinnert an die alten Teile. Da ist momentan noch nichts drin. Spielen wir ein bisschen Klavier, um die Stimmung aufzuheitern. Oder auch nicht. Ja. Die Sicherung, die hier fehlt, haben wir auch nicht. Und jemand anders bewegt sich in dem Haus. Ausgezeichnet, das will ich hören. Kurz nach 0 Uhr mit Kopfhörern auf, unbedingt. So. Die Tür ist verschlossen. Seltsame hängende Strohpuppen. Nichts Ungewöhnliches. Hier geht's rauf. Ah, Schaufensterpuppen. Ich hasse sie. Da passiert nichts.
Ah, die schauen uns jetzt an. Warum schauen sie uns an? Und warum sind es jetzt wir? Ich hasse sie zu Recht. In Horrorspielen ist noch nie was Gutes mit Schaufensterpuppen passiert. Nichts Nützliches oder Appetitliches im Kühlschrank. Vielleicht in der Mikrowelle. Ein toter Vogel. Ah, genau. Vielleicht in dem Topf. Ah. Ah, dieses Ding. Ah. Ah. Nee. Ich hab's ja schon ein paar Mal gespielt, aber diese Schabe. Da zieht sich's bei mir jedes Mal zusammen. Der Schrank ist mit einer Kette verschlossen. Rinderhälften. Und wir brauchen natürlich einen Schlüssel. Aber wir bekommen auch unser erstes Item, den Bolzenschneider. Und dieses Ding fällt immer aus dem Nirgendwo dann herunter. So, mit L3 können wir auch etwas schneller gehen. Und jetzt benutzen wir den Bolzenschneider. Gehen einen Schritt zurück. Nur ein VHS-Tape drinne. Das erinnert an Filme wie VHS und VHS 2 oder auch The Ring. Was kann da schon schief gehen, wenn wir uns das Tape ansehen? Ja, dieses Bild ist auch interessant. Interessante Kopfmode. Ja, der Eingang ist natürlich auch zu nichts zu gebrauchen. Also auf und sehen, was auf dem VHS-Tape ist. Verfallenes Haus, 1. Juni. Heimgesuchtes Dalwey-Haus. Probe. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ja, wir sind jetzt Kameramann für diesen bezaubernden Herrn, können uns auch hier frei bewegen und versuchen jetzt mal das Geschehen schön einzufangen. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me.
I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ja. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Mm-hmm. What do you see? What is it? Auf jeden Fall nicht, wie du runterkommst, großer Held. Ah, da ist er. Okay, dieser Zettel lag vorher nicht da. Wie ist der dorthin gekommen? Ich werde dich an den Stein zerschmettern. Oh Mann. Aber wir wissen jetzt von diesem Geheimgang hier. Und wir haben den Hintertürschlüssel. Dort hinunter kann man nicht nochmal. Wahrscheinlich besser so.
Mann, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Was ist es mit diesem Spiel und Sachen, die von irgendwoher angeflogen kommen? Nutzen wir den Schlüssel und nix wie weg. Welcome to the family, son. Still. We gotta get the hell out of here. Come on. Die Familie erwartet sie. Frühjahr 2017. Genau gesagt am 24. Januar 2017, das wurde angekündigt als Erscheinungsdatum für Resident Evil 7. Kann sich natürlich noch ändern, ist ja nichts Ungewöhnliches bei Videospielen. Erscheinen soll es jedenfalls dann für Computer und die aktuelle Generation von Xbox und PlayStation. Und auf der PlayStation soll es auch VR-Unterstützung geben, auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn mit der Perspektive. Mal sehen, ob es auch dann für die anderen Plattformen VR-Unterstützung gibt. Interessant finde ich auch den Satz: Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Eventuell könnte es also in Verbindung mit Social Media Gedöns noch eine Möglichkeit geben, diese verschlossene Tür zu öffnen, aber das ist vielleicht einfach nur Spinnerei von mir. Ja, das war Resident Evil 7. Beginning Hours. Die Atmosphäre von diesem runtergekommenen Haus ist wirklich sehr schön gemacht. Auch die Atmosphäre in diesem Flashback auf der VHS-Kassette, bei dem man interessanterweise herumlaufen kann. Alles schön in Szene gesetzt und schön vom Gefühl, wenn man dabei ist. Ein interessantes Detail auch ist, dass der Kameramann Clancy anscheinend keine typische Kamera hat. Denn er hat beide Hände frei, das können wir beim Klettern an der Leiter sehen. Und wenn der Strahl des Moderators, also seiner Taschenlampe, uns trifft, sehen wir auch, dass Clancy nichts in den Händen hat. So eine neuartige Brillenkamera vielleicht? Und spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Man weiß es nicht. Interessant finde ich auch auf jeden Fall die Vermischung von so unmittelbaren Horror, wie zum Beispiel halt dieses dreckige Abgeranzte in dem ganzen Haus und dass dort noch jemand ist. Am Ende werden wir ja dann wieder eingefangen und man sieht auch, wie es mit Clancy und dem Moderator zu Ende geht. Da hat es mir mehr so das Gefühl von einem Hinterwäldler-Horror, dunklem Familiengeheimnis. Typ von Geschichte. Gleichzeitig haben wir aber diese Gegenstände, die uns aus dem Nichts um die Ohren geflogen kommen und diese Schaufensterpuppen. Und tatsächlich ist es möglich, in der VHS-Sektion in der Vergangenheit Bilder von einem Geistermädchen aufzunehmen, sofern es denn ein Geistermädchen ist. Das sind aber auf jeden Fall für mich Indizien dafür, dass es auch übernatürliche Elemente gibt in der Geschichte. Das ist ja ungewöhnlich auch für Resident Evil. Das gab es meines Wissens noch nicht, außer bei dem verworfenen Prototypen von Resident Evil 4, bei dem Leon auch gegen besessene Puppen und den hakenschwingenden Geistermann aus einem Porträt gekämpft hat. Es bleibt ja zu bedenken, es ist nur eine Teaser-Demo. Das heißt, wir wissen nicht, wollten die da nur die Atmosphäre zeigen, die das neue Spiel anstrebt, oder war das schon relativ nah an dem Gameplay? Also alles ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Ja, und dann sind wir natürlich auch bei den Ähnlichkeiten zu P.T., dem Playable Teaser von Silent Hills, entwickelt von Kojima und Del Toro, leider nicht mehr entwickelt, wie man ja sagen muss, sehr schade. P.T. war natürlich wesentlich verschwurbelter, sage ich mal, man kam schwerer da drauf, was man überhaupt machen muss. Das ist bei Resident Evil 7, Beginning Hours, etwas geradliniger, da kommt man ja doch ordentlich durch. Auch gab's bei PT kein Inventarrätsel. Hier haben wir ja wirklich auch ein Inventar und können Gegenstände kombinieren, ein begrenztes Inventar noch dazu. Das hat ja schon ein bisschen Resident Evil Charakter. Ja, und diese Ranzoom-Funktion aus PT, die fehlt im Beginning Hours. Die habe ich sogar manchmal ein bisschen vermisst, wenn ich mir so Sachen unter die Lupe nehmen wollte. Auch Ähnlichkeiten zu anderen First-Person-Horror-Titeln kommen in den Sinn, zum Beispiel zu Outlast, dessen zweiter Teil ja auch dieses Jahr erscheinen soll. Auch zu Condemned existieren Parallelen vom Gefühl, wie ich finde. Und wer den ersten Teil mal gespielt hat und im Einkaufszentrum war, der weiß ganz genau, warum ich diese Puppen in Spielen wahnsinnig hasse. So. Ich habe zwar gesagt, Beginning Hours ist relativ geradliniger, aber einige Geheimnisse hat das Spiel dann doch noch zu bieten. Wer die jetzt nicht sehen will, sondern jetzt Bock bekommen hat, selbst mal reinzuschauen, der kann das jetzt machen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und während die Leute ihr Video ausschalten, habe ich noch einen Fun Fact für euch. Und zwar könnt ihr bei den Optionen tatsächlich die Belegung der Sticks ändern. Das wird einige Links touchen, die ich kenne, hoffentlich sehr freuen. Und das ist eine Option, die ich mal lobenswert erwähnen möchte. Sehr gut gemacht, Capcom. Here's to you. So, nur noch alle da, die dabei sein wollen. Dann machen wir jetzt weiter. Wenn wir die Taste drücken, wachen wir direkt wieder am Boden auf. Was ich euch schon verraten kann, was man nicht machen kann, ist mit dem Kameramann Andre gleich hinterherlaufen, um zu sehen, wie er verloren geht oder um es zu verhindern. Da ist leider sehr schlecht gemacht, einfach nur eine unsichtbare Wand, die einen aufhält. Was man machen kann, ist einfach jetzt direkt diesen Schalter betätigen. Dann befindet sich hier allerdings noch nicht der Schlüssel. Dafür haben wir hier die Sicherung. Ja, da war ja noch was. Die setzen wir ein und sehen, wofür ist die? Für diesen Stufenschalter wahrscheinlich eine Etage höher. Schon wieder die. Schnell weiter. Hier gibt's kein Weiterkommen. Also, noch so eine Puppe. Gehen wir mal an das Telefon. Wann war das schon mal eine schlechte Entscheidung in einem Horrorspiel? I know who you are. Who are you? Memories hold the truth. Don't let appearances mislead you. Und jetzt wird's interessant, hier haben wir ein Bild von einem Heli mit dem Umbrella-Logo drauf.
beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Welcome to the family, son. Ja, und dann spielt wieder dieselbe Sequenz ab. So, dieses Telefonat eben war schon leicht anders als das, was ich in meinem ersten Probedurchlauf gehabt habe, denn je nachdem, was ihr tut, bevor ihr diesen Anruf annehmt, ändern sich die Formulierungen leicht. Da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Varianten jetzt hinten dran schneiden. Es gibt aber noch ein paar interessante Dinge zu entdecken. Den widmen wir uns gleich. I know who you are. Who are you? You will have to say goodbye eventually. But will you be ready? I know who you are. Who are you? You have the power to choose, but the outcome of that choice may not be what you expect. Und da sind wir wieder. Ich finde das Konzept von solchen Teaser-Demos, also wie bei Playable Teaser und Beginning Hour, relativ spannend. Denn wir haben hier eine kurze, verknappte Erfahrung, eine schöne Atmosphäre, und man merkt aber auch, nach ein paar Durchgängen, wenn ich hier was mache, dann ist was anderes, etwas Neues passiert, und dadurch entsteht so ein Schnitzeljagdgefühl, weil es gibt ja keine Lösung und nix. Man versucht selbst rauszufinden, was da noch ist, und die Community tauscht sich dann natürlich auch aus. Das finde ich wirklich spannend. Also das mit der Axt, was gleich gezeigt wird, hätte ich zum Beispiel auch nicht ohne die Community rausgefunden. Oder die genauen Bedingungen, um ein gewisses Ende zu erreichen. Die anderen Enden erreicht man folgendermaßen. Es kommt nämlich darauf an, ob ihr die Sequenz brecht oder nicht und wie ihr das anstellt. Das Telefonat, das wir gesehen haben im Video, kam dadurch zustande, dass ich die Sicherung geholt habe. Wie ihr es gesehen habt, einfach nicht das Video ansehen und vorher schon den Geheimgang freilegen. Ich auf den Dachboden bin und die Treppe runtergelassen habe und hochging, bevor die gruselige Schaufensterpuppe erscheint am Treppenaufgang. Wenn ihr das macht und oben noch ein wenig wartet auf dem Dachboden, also nachdem ihr die Sicherung eingesetzt habt, und erst hochgeht, nachdem die andere Schaufensterpuppe da ist, erhaltet ihr den zweiten Verlauf von dem Anruf, und den dritten kriegt ihr, wenn ihr es nochmal komplizierter macht, und zwar brecht ihr erst die Sequenz, indem ihr am Anfang den Geheimgang freilegt und die Sicherung herausholt. Dann überlegt ihr es euch anders, geht wieder zum Hintereingang, nehmt den Bolzenschneider, holt die VHS-Kassette, seht sie euch an bis zum Ende, geht wieder in den Geheimgang, nehmt den Schlüssel, und dann geht ihr stattdessen auf den Dachboden und führt das Telefonat. Und dann habt ihr den dritten Verlauf. Es gibt aber noch zwei Geheimnisse, die ich euch gern zeigen möchte. Deswegen läuft gerade die VHS-Sequenz. Und zwar kann die VHS-Sequenz die Zukunft beeinflussen. Hinter dieser Mikrowelle haben wir nämlich einen Dietrich. Mit dem können wir diese Schublade öffnen, da ist aber nichts drin. Dreck. Wenn wir nun aber wieder in der Gegenwart angekommen sind, sehen wir, wir können jetzt die Schublade auch aufmachen. Der Kameramann Clive hat sie ja vorher geöffnet, und da drin ist eine Axt. Damit könnt ihr Boxen zerlegen im Haus. Und auch manche der Schaufensterpuppen, die drei, die an der Wand stehen, auf dem Dachboden zum Beispiel nicht. Und ja, ich hab's versucht mit der Axt wirklich. Ich habe auf die Sicherung eingedroschen, auf den Fernseher, auf alles Erdenkliche, worauf ich kam. Ich habe versucht, die vernagelte Tür aufzuhacken. Ich habe versucht, die verschlossene Tür aufzuhacken. Es war alles nicht von Erfolg gekrönt. Wozu die Axt gut ist, ist momentan noch nicht klar.
Genauso wenig das Ding hier, nämlich ein Finger, den man in dieser Schublade im Flur findet. Das ist anscheinend ein Puppenfinger, steht da, er ist aus Zelluloid. Man kann ihn nirgendwo benutzen, ihn zu untersuchen, bringt auch nichts weiter. Mysteriös, aber ich denke, wenn da was dahinter steckt, dann wird die Community demnächst schon darauf kommen. So, das waren meine Eindrücke zu Resident Evil 7 Beginning Hours. Alles, was ich wusste dazu, was ich finden konnte, habe ich euch gezeigt, habe euch meinen Eindruck vermittelt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und wir sehen uns hoffentlich in Bälde wieder, meine Schäfchen. Bis dahin, gehabt euch wohl.